Ich wurde mit einem Penis geboren. Aber heißt das auch, dass ich ein Mann bin? Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, ja klar, 2023 ist das anders. Wenn ich so ehrlich in mich reinfühle, würde ich schon sagen, ja, ich fühle mich als Mann. Aber woher kann ich so sicher wissen, wie sich Mannsein anfühlt? Woher kann ich hundertprozentig sicher sein, dass ich ein Mann bin? Am Ende führt das zu einer Frage, wer bestimmt unser Geschlecht? Wer bestimmt, ob wir Mann, Frau oder vielleicht auch nicht binär sind? Ist das die Natur? Ist das die Gesellschaft? Oder sind wir das durch eine Entscheidung am Ende selber? Ich treffe jetzt Phoenix Kühnert. Phoenix ist Model, Autorin, Aktivistin und Transfrau. Genau wie ich wurde sie also mit Penis geboren. Und ich will wissen, wie ist das, wenn man dann irgendwann merkt, wenn man irgendwann fühlt, das passt nicht. Ich bin eigentlich eine Frau. Hi, hey, moin. Moin, hi. Schön, hi. Sie treffen. Schön, dich zu treffen. Hi. Wir machen jetzt erstmal noch, du bist fertig. Das Gesicht. Ja, ich frage eine Frage. Seit wann weißt du, dass du cis bist? Soll ich dir ganz ehrlich sagen, dass ich bis heute manchmal denke, wie sicher kann ich das überhaupt sagen? Mhm. Ich wollte, als ich meinen ersten Zahn verloren habe, kein Auto haben oder was von Playmobil, sondern eine Barbie. Mhm. Und ich habe das aber nie interpretiert als, okay, ist das jetzt unklar, dass ich mich als Junge fühle? Aber soweit habe ich gar nicht gedacht. Für mich ist ein total wichtiger Punkt, dass wir nicht anfangen, eine Person nicht mehr als Mann zu sehen oder zu verstehen, nur weil diese Person oberflächliche Dinge tut, denen wir plötzlich ein Geschlecht gegeben haben, was sie gar nicht haben sollten. Ist das deine Motivation, hier mitzumachen, als ich dich gefragt habe, ob du Zeit und Lust hättest für ein Gespräch? Nee, dich kennenlernen war es eigentlich. Ah, ich glaube, hier hat noch keiner mitgemacht, um mich kennenzulernen. Ich wusste nicht mal, wer du bist. Das ist nicht schlimm. Also ich würde sagen, dass ich mittlerweile immer mehr Dinge tue, weil ich gut bin und nicht nur, weil ich trans bin. Beispielsweise, ich habe jetzt eine Rolle in einem Film gespielt. Und einfach nur, dass ich da bin oder auch wenn ich in irgendeiner Werbung bin, das ist immer Repräsentation. Das ist wahnsinnig wichtig, weil ich weiß genau, wie es sich anfühlt, sehr jung zu sein und eben die Repräsentation, die mir so geholfen hätte, auch zu verstehen, wer ich selbst bin, nicht zu haben. Deswegen weiß ich, wie wichtig das ist. Es gab in deinem Buch einen Satz, ich wurde als weiße Frau rassistisch und misogyn sozialisiert. Ah, ja. Ich glaube, das stimmt bei mir auch als weißer Mann. Mhm. Und obendrauf glaube ich auch, dass ich transphob sozialisiert wurde. Das glaube ich auch. Ja? Also das kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich selbst sogar auch. Ja? Ja. Ich mag es, dass es direkt so ins Eingemachte geht. Wenn ich das so sagen darf, ich habe die Fotos von dir gesehen, dein Buchcover und gesehen. Dann dachte, hot as fuck. Und dachte dann, aber wenn wir uns jetzt treffen würden, wenn wir uns daten würden, ja, und dann irgendwann, weiß ich nicht, ich komme zum Sex und ich würde dann sehen, okay, du bist eine Transfrau. Was würde. Ja? Geht dir schon so weit? Ich würde. Ja, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Okay, sorry. Nein, um Gottes Willen. Ich persönlich würde niemals es dazu kommen lassen, dass du erst so spät erfährst, dass ich wüsste, dass du würdest mir das irgendwann sagen. Oder ich würde ich würd dir das vorher sagen. Okay, gut. Dann ich will ja auch, weil natürlich kann es sein, dass deine Präferenz das nicht ist. Genau. Und dann will ich aber auch meine Zeit nicht verschwenden. Das wird zu gefährlich. Ja. Also weil Männer aus dem Internet oder egal Männer sind halt gefährlich für Frauen, vor allem auch für Transfrauen. Und es gibt leider viel zu viele Beispiele und Erfahrungen von Transfrauen, die einem Mann im Regelfall dann erst später gesagt haben, dass sie trans sind und zusammengeschlagen wurden. Echt? Ja, natürlich. So, deswegen, ich würde niemals, ich würde niemals dieses, also auch so, das ist ja auch ein Risiko, würde ich nicht eingehen, weil es ist unberechenbar, was dann passiert. So weit war ich ehrlich gesagt gedanklich noch nicht. Ja. Wenn jetzt Geschlecht so ein Riesenthema ist, wenn es da so viel Sorge gibt, dass es da irgendwelche Trends gibt und plötzlich alle trans werden, dann will ich mal sehen, wie Leute das sehen und vor allem auch, wie die ihr Geschlecht definieren und wie groß die Rolle vom Geschlecht bei ihrer Identität überhaupt ist. Habt ihr kurz Zeit? Schade. Euch muss ich mal was fragen. Fritz, bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Junge. Junge? Bist du dir sicher? Geschlecht ist ein Gefühl oder wird man als Mann geboren? Zweiteres. Sicher? Kurze Frage. Es gibt nur zwei Geschlechter. Ich finde, dass man unterscheiden muss zwischen einem biologischen Geschlecht und dem Gender an sich, wie man es so nett sagt. Und da finde ich, muss jeder für sich selber entscheiden. Oh, jetzt werde ich geboren, wie ich hier so vor dir sitze. Dann ist für dich das biologische Geschlecht klar Mann.
Und dann darf ich mein Gender aber entscheiden. Wenn du mir das jetzt so sagst, ich kann es ja nicht sehen, was dein biologisches Geschlecht ist. War das für euch mal Thema? Also insbesondere in unserer Generation ist das, glaube ich, ein sehr allgegenwärtiges Thema. Aber für mich persönlich war es nicht so eine Frage, weil ich mich sehr wohl mit meinem biologisch zugewiesenen Geschlecht fühle und das auch mit meinem Gender übereinstimmt. Für mich, habe ich für mich beschlossen. Ist Geschlecht ein Gefühl? Das stimmt. Ja? Ja. Und als was fühlst du dich? Als Mann. So klar? Ja. Jemals anders gefühlt? Nein. Nee. Dein Kind kommt zu dir und sagt, ich bin trans. Okay. Kein Problem. Mhm. Also diese Unsicherheit gespürt nie. So. Aber auch total, also diesen Raum gab es ja dann irgendwie auch gar nicht. Okay, warum nicht? Na, weil man halt in dieser Gesellschaft groß geworden ist, in der diese Frage sich ja auch nicht auftut irgendwie. Also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das für Leute ist, die diese Frage in sich tragen, ja, und das mit einem Nein beantworten. Moin, eine Frage. Ist Geschlecht ein Gefühl oder wird man als Mann geboren? Hat gar keinen Bock. Was mit dir? Thema Geschlecht. Geschlecht ist ein Gefühl. Was sagst du? Jetzt in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren, was deine Meinung dazu ist. Und ich lese mir das alles durch. Versprochen. Ihr seht so interessiert aus. Ist Geschlecht ein Gefühl oder ist das biologisch festgelegt? Obwohl, welches ZDF, wa? Da wird meine Meinung eh nicht ausgeschaltet. Bitte schön Platz zu nehmen. Schön, dass du da bist. Geschlecht ist ein Gefühl. Was sagst du? Könnte ich mir vorstellen, tatsächlich. Aber? Schwierig, sich das vorzustellen. Warum? Aber warum? Weil man so nicht erzogen wurde, wahrscheinlich. Wie fühlst du dich denn? Ich fühle mich männlich. Ganz klar? Ganz klar. Also, würde ich jetzt mal so sagen. Aber es ist ja so ein Wort, ne? Jetzt habe ich einen Penis und sage, ich bin aber eine Frau. Ja. Akzeptiere ich. Aber? Es klingt nach einem Aber. Nein, ich akzeptiere, dass das innerlich bestimmt sich auch jemand anders denken kann. Aber, also körperlich nicht, ne? Du entscheidest nicht, was du für einen Körperteil hast oder nicht. Also, das ist halt da. Da kannst du auch nichts dran ändern. Ob das Körperteil jetzt männlich, weiblich oder was weiß ich ist. Aber es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied. Was mir auffällt, ist, hier kommt jetzt keiner und sagt, boah, mich nervt das total und es gibt ganz klar Mann und Frau, nur zwei Schubladen. Klar, nach außen sind wir alle offen und aufgeklärt und tolerant und divers, aber dass in ganz, ganz vielen Hinterköpfen doch noch verdammt viele Vorurteile existieren. Meine Generation hat dann eher damit gespielt, mit Homosexualität, mit Geschlechterrollen und mit dem Kampf für Freiheiten für Frauen. Und deswegen habe ich tatsächlich ein bisschen ein Problem damit, sich das jeden Tag neu auszusuchen oder aussuchen zu können, wie das vielleicht heute eher propagiert wird oder wie man vielleicht heute sich nicht mehr festlegen möchte. Es ist ein sehr schwieriges Thema, finde ich. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass ich schon finde, dass es ein biologisches Geschlecht gibt. Geschlecht ist ein Gefühl? Dann für dich, was ist die Antwort? Nö, finde ich nicht. Wie heißt die Tochter? Carlotta. Carlotta. Das ist gut, dass du da kommst. Das ist gut, dass du wahrscheinlich kommst. Anders. Freut mich für sehr. Dich. Moin. Hallo. So, jetzt deine. Du dich hallo. Dahingesetzt. Carlotta, Geschlecht ist ein Gefühl. Was sagst du denn dazu? Das ist richtig. Das ist richtig. Jetzt die Mama. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein bisschen Generationending. Für mich ist das halt auch so. Also es ist schwer, das zu formulieren. Aber für mich ist halt, wenn man das nicht entscheiden kann selber, dann ist dieser feministische Kampf, aus dem ich noch geboren bin, ne? Für sein Geschlecht, das ich angeboren habe, einzutreten für Rechte und so, das untergräbt das fast. Also wenn das so aufgefächert wird in noch mehr Fühlgeschlechter, dann untergräbt das, finde ich, teils sogar den Kampf für Feminismus. Wir Menschen definieren uns über Gruppen, zu denen wir gehören. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin total überzeugte Polizistin, dann ist das für mich eine Gruppe. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir nennen dich aber nicht mehr Polizistin, wir nennen dich jetzt Sicherheitskraft. Und damit gehören auch die Ordner vom Supermarkt dazu und vielleicht die Sicherheitskräfte in der Deutschen Bahn oder im Fußballstadion. Dann habe ich plötzlich etwas, was mit meiner Gruppe passiert. Die wird ausgeweitet und ich kann das als Bedrohung wahrnehmen, weil das, wo ich mich vorher so klar darüber definiert habe, ich bin Polizistin, ist jetzt unklarer. Bezogen auf die Trans-Thematik könnte das heißen, ich definiere mich total darüber, Mann zu sein. Und jetzt kommt jemand und sagt, ja, aber Mann sein müssen wir vielleicht ein Stück weit anders definieren. Das heißt nicht einfach nur mit Penis geboren sein. Und in diesem Moment kann ich das als Bedrohung für mich wahrnehmen. Wenn ich das so erkläre, ist mir eins nur ganz wichtig. Verstehen wollen ist der Kern der Psychologie. Aber etwas zu verstehen heißt nicht, dass man das gut findet oder dass man Verständnis dafür hat. Nur weil etwas typisch menschlich ist, ist das nicht gerechtfertigt. Wir machen das jetzt mal so gentlemanlike. Die alte Schule. Ich habe einen Enkelsohn, der ist jetzt mittlerweile 6. Als der ganz klein war,
da war seine Lieblingsfarbe war Pink. Der kommt in den Kindergarten, auf einmal ist Pink nicht mehr seine Lieblingsfarbe. Das ist eine Mädchenfarbe, sagt er zu mir. Ich finde jetzt Schwarz schön. Okay. Wo hat der Junge das? Von uns nicht. Das muss er im Kindergarten gehört haben. Okay. Und wir sagen, auch Jungs dürfen Pink schön finden. Ja. Ja. Alles Schwarzer geht hin und sagt, kann ja nicht sein, Trans ist ein Trend. Da gibt es ganz viele, die jetzt einfach nur davon hören und dann fühlen die sich unsicher in der Pubertät und wollen dann plötzlich das Geschlecht wechseln. Ja, was sagt ihr dazu? Dann sollen sie sich ausprobieren. Ja, das finde ich auch. Das müssen sie selber entscheiden. Sie können sich in der Zeit der Pubertät können sie sich ausprobieren. Dafür ist sie da. Ja, genau. Ja. Ich könnte euch gerade alle drei in den Arm nehmen und knutschen. Ich finde es so geil. Nee, das können wir doch nicht senden. Ich finde total spannend, dass die Leute das so vielfältig sehen und finde irgendwie, das passt auch zu diesem Thema. Was ist mein Geschlecht? Ja, es geht von bis und genauso gehen hier auch die Meinungen von bis. Kann ich denn sicher sagen, ja, ich bin Mann, ich bin cis, ich bin heterosexuell? Kann ich das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen? Was würdest du sagen? Musst du das? Was bringt es dir? Schöne Gegenfrage. Ja, das ist eine schöne Gegenfrage. Du hattest eine Stelle bei dir im Buch beschrieben, die habe ich mir rausgesucht, weil ich die so auch prägnant fand. Die will ich dir nochmal vorlesen. 2018 saß ich auf meinem Bett und die Verzweiflung darüber, wie mein Leben weitergehen sollte, gipfelte in Heulkrämpfen. Zu dieser Zeit habe ich schlichtweg keine Zukunft für mich gesehen. So weiterzuleben wie bisher hatte für mich keinen Sinn mehr. Rückblickend brauchte ich genau diesen Moment. Ich musste mir bewusst werden, und jetzt kommt's, oder anders gesagt, eingestehen, dass ich nicht weiter als Mann leben konnte. Mhm. Das ist genau der Moment, der dann alles verändert hat. Ich wollte auf gar keinen Fall trans sein, weil das so, so viel Diskriminierung, so viel Gelächter, so viel Negativität ich diesbezüglich schon mitbekommen hatte in meinem Leben, dass das für mich keine Option war. Das wollte ich nicht. Und dann kam der Moment, an dem genau das, was du gerade vorgelesen hast, das Leben so weiterzuleben, wie ich es bis dahin gelebt hatte, das wurde für mich noch unmöglicher, als trans zu sein. Und dann, pragmatisch wie ich bin, habe ich dann das Transsein ausgelebt. Verstehe ich. Und jetzt sagst du trotzdem, ich brauchte diesen Moment, dieses ganz unten sein im Tiefpunkt, um dann neu zu starten? Oder wie ist das für dich jetzt im Rückblick in ein paar Jahren Abstand? Ja schon, sonst wäre ich ja heute nicht der Mensch, der ich bin. Also, wenn es den Moment nicht gegeben hätte, keine Ahnung, was dann heute wäre. Ich wäre auf jeden Fall sehr viel unglücklicher. Phoenix sagt ganz klar, ich wurde im Körper eines Mannes geboren, aber ich fühle mich als Frau, ich bin eine Frau. Und das regt einige Leute in Deutschland tierisch auf. Die sagen, nein, das muss ganz klar sein, zwei Schubladen, Männer, Frauen. Und die Natur, die Biologie legt das fest. Ich spreche jetzt mit jemandem, der die komplette, sehr spannende Forschung zu diesem Thema im Blick hat. Was bestimmt unser Geschlecht? Das weiß Professor Dr. Heinz-Jürgen Voss. Mann, Frau, das wird man doch noch sagen dürfen. Passiert ja auch gerade und du hast es auch gerade gemacht und es ist gar nichts passiert. Und es ist gar aus biologischer Sicht, wenn ich jetzt rumlaufe und sage, ich als Leon fühle mich als Mann, wer ist da schuld? Woran liegt das? Ist das die Gesellschaft, die mir das beigebracht hat? Ist das am Ende einfach nur Natur und Biologie? Oder bin ich das selber, der irgendwann eine Entscheidung getroffen hat über mein Geschlecht? Also in der Sexualwissenschaft reden wir immer von einer psychosexuellen Entwicklung. Also es gehört alles zusammen, sowohl Biologie, also physische und physiologische Merkmale, als auch Gesellschaft, das Soziale. Also ein Kind wächst ja nicht einfach so auf, sondern sind immer Eltern und Erwachsene ringsherum und dann natürlich auch eine gewisse Autonomie. Du sagst ganz klar, XXXY, was man sich jetzt erstmal so als Mann-Frau vorstellen würde, so einfach ist es nicht. Es gibt noch viel, viel mehr. Heißt das jetzt, aus biologischer Sicht gibt es mehr als zwei Geschlechter? Ja, selbstverständlich. XX, XY, es gibt auch X0, es gibt XXY, es gibt unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten. Mittlerweile sind etwa 1000 Gene beschrieben, die bei der Ausbildung des Genitaltraktes eine Bedeutung haben sollen. Und die allermeisten davon sind nicht regelmäßig auf den sogenannten Geschlechtschromosomen X und Y zu finden. So einfach ist es nicht. Ich ziehe mir als Junge ein Kleid an, ich spiele als Mädchen mit den Rittersachen. Heißt das jetzt, ich bin trans?
gerade in der Kita, im Kleinkindalter ist es wichtig, durchaus viel Möglichkeiten für Neugierde den Kindern zu eröffnen. Aber das bedeutet noch nicht, dass irgendwie eine Frage um Geschlechtsidentität in Richtung Trans zum Beispiel dann offen sein muss. Und eine Hormonbehandlung oder vielleicht auch eine Genital-OP, das wäre ja deutlich mehr, als ich ziehe jetzt ein Kleidchen an. Wir haben im Moment, und das wurde ja erst seit 2021 ein Stück weit abgestellt, die Behandlung bei intergeschlechtlichen Minderjährigen. Und da war es bisher so und ist weitgehend noch heute so, dass die Kinder bis zum zweiten oder vierten Lebensjahr genital operiert werden sollen mit schweren und schwersten Komplikationen, die sich da herausgestellt haben. Einfach aus einer Sichtweise heraus, damit sich eine klare Geschlechtsidentität ausbilden könne, sollen sie ein klares Genital haben. Und die Eingriffe finden weiterhin statt. Und an den Stellen gibt es keinen Aufschrei über die Eingriffe. Aber wenn Transpersonen sich selbstbestimmt entscheiden, ach, ich bin... Ich möchte diesen und jenen medizinischen Wunsch haben oder ich möchte meinen Vornamen ändern oder Personenstand ändern. Schon da fangen ja die ganzen Gutachten an. Ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ein Kind da ist und nicht einfach in eine von beiden Schubladen gesteckt werden kann, dann mache ich schon mit 2 oder 4 Jahren eine wirklich krasse OP. Wenn jemand sagt, ich bin jetzt 16, 17 und seit Jahren fühle ich mich als Frau, aber ich wurde mit Penis geboren und ich will operiert werden, dann muss sie warten, bis sie 18 ist. Genau. Und das, was ich versuche in meinen Arbeiten zu zeigen, ist, dass wir uns Geschlecht insgesamt offener angucken müssen und dass wir bei 100% der Menschen tatsächlich eher eine individuelle Geschlechtsentwicklung in den Blick bekommen müssen. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt gucken, dass wir irgendwie einen dritten Platz finden, wo irgendwie ein paar Leute drin sind, sondern wir müssen Geschlecht anders denken. Also eine Gewissheit wegdrängen, die Vielfalt der Merkmale und die Komplexität insgesamt in den Blick bringen. Moment, jetzt will ich auch mal ein Foto haben. Das sieht so gut aus. Also zusammen. Dann komm ran. Ich habe ein Interview mit dir gesehen, da hast du dein Dating-App-Profil gezeigt. Was müsste in diesem Film passieren, damit du das hier auch machst? Hast du dein Handy hier? Können wir mal reingucken? Das liegt drüben, ja. Phoenix. Da steht es direkt: Transwoman, Bisexual, Heteroflexible. Wenn du jetzt einstellst, die sollen Frauen angezeigt werden. Ah, okay. Dann kannst du direkt auswählen, okay, welche Geschlechtsidentitäten genau die angezeigt werden. Also es kommt nochmal so eine Schaltfläche. Das heißt, ich weiß, jeder Mensch, den ich sehe, jeder Mensch hat bewusst angeklickt, ich möchte auch Transfrauen sehen. Mhm. Darf ich die Fotos mal sehen? Ich weiß jetzt selbst nicht, was hier kommt. Länger nicht gehört. Sollte mal gucken, oder nicht? Wir schreiben dir viele, also kommst du gut an? Ja. Und das, was du auch nicht vergessen darfst, für uns Transmenschen ist ja das Transsein auch nicht den ganzen Tag irgendwie das Thema. Bedeutet, wenn Sophia Menschen fotografiert, ob nun Transmann, Transfrau, nicht-binär oder whatever queer, das ist ja ein Individuum. Mhm. In welchen Momenten tritt das für dich so voll in den Hintergrund? Oder ist das eher der Standard und ich müsste fragen, in welchen Momenten tritt das so voll in den Vordergrund? Eher, ja. Eher, ja. Und wann tritt es voll in den Vordergrund? Heute? Ja. Jetzt gerade in diesem Interview. Nein, natürlich beruflich viel. Mhm. So in meinem Privatleben. Ich sitze nicht jeden Tag da und denke mir, oh, ich bin eine Transfrau. Was bedeutet das für mich? Wie geht es mir damit? Ja. Ich bin ja Mensch. Ja. Geschlechtsteile, Muskelmasse, Hormonlevel. Das alles lässt sich sehr konkret messen. Aber wir haben bis hierhin ja auch gesehen, dass noch viel mehr das eine Rolle spielt, wenn es um unsere Geschlechtsidentität geht. Die Gesellschaft und vor allem ein, wie fühle ich mich? Wie nehme ich mich eigentlich wahr? Der Ort, an dem das dann alles zusammenfließt, ist hier oben drin, unser Gehirn. Und ich treffe jetzt Susanne Weiß, eine Forscherin, die Geschlechtsunterschiede im Gehirn untersucht und sichtbar machen will, hier am Forschungszentrum Jülich. Und ich werde die Möglichkeit bekommen, mein Hirn zu scannen. Susanne, du erforschst das Gehirn. Genau. Und ich frage mich jetzt, okay, wenn ich jetzt wissen will, bin ich Mann, Frau, was macht meine Geschlechtsidentität aus, irgendwas dazwischen, warum in den Hirnscanner? Wir können erste Schlüsse über die Geschlechtsidentität ziehen. Wir können die darin nicht einfach ablesen, nicht erkennen. So weit sind wir noch lange nicht mit dem Verständnis des Gehirns. Aber wir können vielleicht erste Schlüsse darin ziehen, ja. Dann bist du bereit. Ich bin sowas von bereit. Ja. Kann mich jemand hier hören oder bin ich jetzt ganz alleine auf mich gestellt? Nein. Bin ich jetzt der Erste, der sich hier ein bisschen unwohl fühlt? Nein, das ist völlig normal. Das ist normal, ja? Aber du musst dir keine Sorgen machen.
für Menschen mit so Klaustrophobie ist das aber auch nichts, ne? Nein. Wow, das ist schon ein krasses Gefühl, jetzt hier in so eine Röhre zu kommen. Alter, was ist das, ey? Wow. So, dieser Scan wird jetzt ca. 5 Minuten dauern. Danke. Dann darfst du dich aufrichten. Wir machen hier so schwierige Themen auf und dann muss ich da 10 Minuten nur mit mir und meinen Gedanken in dieser Röhre liegen. Du schiebst mich in eine Röhre. Wie willst du mir jetzt damit irgendwas über meine Männlichkeit, über mein Gefühl, Mann zu sein, sagen können? Wenn wir uns das Gehirn jetzt alleine angucken, kann ich dir nicht sagen, ob du Mann oder Frau oder... Du könntest mir nicht sagen, ob ich Mann oder Frau bin. Also wenn wir das jetzt hier so durchgehen und darunter wäre jetzt dein Hirn aus dem selben Scanner, dann würdest du keine Unterschiede sehen? Ich würde Unterschiede sehen, aber die würden sie nur auf die Individuen beziehen. Dein Hirn ist nicht gleich wie mein Hirn. Ich dachte jetzt wegen Mann und Frau. Nee, gar nicht. Gar nicht. Da, mit dem bloßen Auge sowieso überhaupt nicht. Okay. Auf keinen Fall. Wenn das so einfach wäre, würdest du jetzt sagen können, ey, wir haben schon 1000 Hirne gescannt, jetzt legen wir deins mal dazu, der Computer soll mal vergleichen, du bist ein Mann. Ich nehme mir ganz, ganz, ganz viele Daten, so viele wie ich finden kann, tausende von Daten und benutze Methoden der künstlichen Intelligenz, um zu trainieren, um dieser Maschine sozusagen lernen zu lassen, was sind denn vielleicht Unterschiede? Da sind Unterschiede in der Struktur. Und auch wenn wir tausende Datensätze vergleichen, können wir die zwar mit dem bloßen Auge nicht sehen, aber künstliche Intelligenzen, Computer, finden die. Kann Muster identifizieren. Das Individuum ist das Wichtige. Also wir finden innerhalb von jeder Gruppe von Frauen größere Unterschiede als zwischen dem durchschnittlichen Mann und der durchschnittlichen Frau. Also innerhalb des Geschlechts sind die Variationen immer größer. Sprichst du vor deinem Hirnscanner, vor all den Daten, vor all den Computern und sitzt trotzdem hier? Ja. Um dann zu zeigen, ey, da ist nix? Nee, um weiter zu forschen und zu verstehen, welche Aspekte sind denn vielleicht doch unterschiedlich und warum sind die unterschiedlich. Und was wir bisher jetzt noch gar nicht angesprochen haben, so ein Hirn ist extrem plastisch. Das Gehirn verändert sich ständig. Offensichtlich ist Altern, da wird das Gehirn kleiner, es verändert sich. Unser Gehirn passt sich dauernd an. Und insofern wissen wir selbst, wenn wir jetzt diesen Unterschied finden, noch immer nicht, ist das jetzt eine biologische Sache von Mann und Frau oder ist es das, was unser soziales Umfeld mit uns gemacht hat? Susanne hat gerade was beschrieben, was ich mal kurz aufgreifen möchte, weil das, glaube ich, ganz, ganz zentral ist, dass wir es einmal vor Augen haben. Wenn wir uns ein Gehirn vorstellen, dann denken viele vielleicht, ja, das ist hier in meinem Schädel und wenn ich dran klopfe, das ist irgendwie auch alles fest und fertig. Aber das ist eben nicht. Plastizität ist das Stichwort, nämlich ein Gehirn verändert sich die ganze Zeit. Wir lernen dazu. Es verändert sich im Laufe des Alters. Es verändert sich massiv in der Pubertät. Es verändert sich, wenn wir uns kleine Kinder angucken, da kann man es ja fast beobachten, durch das gesamte Leben, eben auch noch im hohen Alter, bis wir sterben. Und diese Plastizität, die ist eben nicht einfach naturgegeben, sondern die hängt davon ab, wie wir leben, mit wem wir leben, in welcher Gesellschaft wir aufwachsen, was uns vorgelebt wird, was Rollenbilder sind, wie wir denken, wie wir zu sein haben. Und das hat natürlich auch Einfluss auf unsere Geschlechtsidentität. Da müssen wir aber auch festhalten, mit allem, was ihr mittlerweile wisst und erforscht, du kannst mir jetzt auch nicht klar sagen, sie ist so oder so. Nee, natürlich nicht. Also das sollte sich die Wissenschaft auch nicht anmaßen, denke ich. Ja. So weit werden wir auch nie sein. Wissenschaft ist ja nie fertig. Genau, das ist ja das Schöne an der Wissenschaft. Ja. Und natürlich hätte ich mir jetzt gewünscht, ich werde einen Hirnscanner geschoben und dann sagt mir eine Forscherin, ja, ganz klar, Leon, du bist ein Mann. Aber so einfach ist es eben nicht, denn die Kerneinsicht ist ja offenbar, okay, Computer finden Unterschiede, wenn man 1000 Männer und 1000 Frauen reinschiebt. Aber was diese Unterschiede bedeuten und ob die jetzt von Natur gegeben sind oder ob die Gesellschaft uns die irgendwann beigebracht hat und dein Hirn sich angepasst hat, das weiß man noch nicht. Ziehen wir jetzt mal weg. Je mehr wir sprechen, je besser ich irgendwie auch dich kenne und deine Geschichte verstehe, desto mehr habe ich das Gefühl, fallen so ganz viele Fragen weg, die ich dir eigentlich stellen wollte. Auch wenn du sie noch nicht beantwortet hast. Ja. Ich hatte so zum Beispiel in meinem Kopf, vermisst du manchmal dann, dass im Stehen pinkeln? Ja. Und da habe ich jetzt das Gefühl, das will ich dich eigentlich gar nicht mehr fragen. Und tue ich jetzt hier gerade auch nicht. Weil ich so merke, ey, okay, du hast mir jetzt einfach schon so viel erklärt und ich habe so viel verstanden, dass es für dich eben dieses, ja, ich war mal irgendwie im Körper eines Mannes, dass das einfach gar nicht mehr so eine Relevanz hat. Ja, also, ja. Ich merke, dass mein Sprechen mit Phoenix tatsächlich schon ganz viel mit mir macht und auch dieses Auseinandersetzen mit dem Thema.
In der Psychologie gibt es dazu schon lange die Kontakthypothese. Und tatsächlich gibt es eine Untersuchung, wo es genau um dieses Thema Trans und sexuelle Identitäten und Geschlechter ging. Hat man jungen Menschen kurze Videos gezeigt von einer Transperson, die einfach mal von ihrem Struggle berichtet. Und diese Leute verändern nachher ihre Einstellung gegenüber Transmenschen. Die kriegen also einen neuen Blick, weil sie mit der Person, und wenn auch nur per Video, in Kontakt kommen. Wenn du jetzt so von Leuten hörst, die so sagen, boah, weil darüber berichtet wird, da machen wir uns jetzt Sorge, dass dann die Kinder, die vielleicht irgendwie mit irgendwas unsicher sind, dass die dann irgendwann sagen, ja, dann bin ich halt trans. Dass das so zum Trend wird, wo dann plötzlich Kinder sagen, ja, dann entscheide ich mich halt so und so. Also ich kann hautnah berichten, Erfahrungen aus der ersten Reihe, dass Transgender dafür viel zu wenig Spaß macht. Warum sollte man sich freiwillig in diese Situation begeben? Als Spiel. Wenn es Cis-Menschen gibt, die in diese ganzen Stereotypen voll reinpassen, go for it. Viel Spaß dabei. Das Wichtige ist, dass wir Menschen, die nicht in diese Stereotypen passen, dass die mit genauso viel Respekt begegnet wird. Oft reden wir so von so einem Spektrum, aber ist es am Ende nicht ein Kosmos? Und wenn ich das so sage, klingt das fast schon esoterisch. Es ist halt einfach eher so ein Raum, in dem wir uns alle bewegen. Und es ist vollkommen fein, dass das so ist. Und wir sind alle individuell anders in dem, wie wir sind. Es gehört ja so viel zum Sein dazu, zu dem, wer ich bin. Und ich merke und finde es gut, es kommen und kommen immer mehr Fragen in meinem Kopf auf. Und ich hatte einerseits gehofft, dass ich ganz viele Antworten bekomme. Aber ich werde, glaube ich, mit mehr Fragezeichen nach Hause gehen. Ich will dir Tschüss sagen. Ich möchte, dass du jetzt gehst. Nein, ich lass dich drücken. Vielen, vielen Dank, Felix. Wirklich. Dir auch. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ich muss sacken lassen, merke ich ganz ehrlich. Ich bin losgezogen mit der Frage, woher kann ich eigentlich so sicher sagen, dass ich ein Mann bin? Und ich würde schon nach all diesen Gesprächen immer noch sagen, ja, ich bin mir sicher, ich bin ein Mann, ich fühle mich als Mann und so weiter. Und trotzdem merke ich, dass diese Gespräche mit Phoenix, mit den Expertinnen und Experten, mit dem, was ich auf der Straße mitbekommen habe von den Leuten, dass das unglaublich viel mit einem macht. Und dieses Bild von Phoenix, gerade ganz zum Schluss, der Kosmos, nicht einfach nur von bis, schon gar nicht einfach nur zwei Schubladen, das fand ich so stark, weil das ist eben etwas, was man in der Psychologie immer wieder sieht. Uns macht so viel mehr aus als einfach nur ein A und ein B, ein Mann und eine Frau. Und wenn man es dann noch oben drauf schafft, sich vielleicht für andere Leute mit stark zu machen, die irgendwann auch keinen Bock mehr darauf haben, immer kämpfen zu müssen, einfach nur für ihr Dasein, für ihre Identität. Ich glaube, da haben wir alle noch mal viel weiter. Und das nehme ich auf jeden Fall auch von ihr und von allen heute mit. Wer bin ich wirklich? Was macht meine Identität im Kern aus? Das ist so eine spannende Frage und das Geschlecht ist eben nur ein Teil davon. Es geht direkt weiter, wenn du willst, in der ZDF-Mediathek. Wir haben eine Folge, wo ich mit einer Person spreche, die 70 Identitäten in ihrem Kopf hat. Das nannte man früher multiple Persönlichkeiten. In Wirklichkeit steckt was ganz anderes hinter. Oder mit Joey Jungle, der war einer der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland und sagt irgendwann, diese digitale Identität, die will ich nicht mehr. Am besten also direkt jetzt in der ZDF-Mediathek weiter Terra Explore gucken.